Tag der Schlacht, Sonnenaufgang. Allen Schwierigkeiten zum Trotz habt ihr es geschafft und wieder einmal heldenhaft bewiesen, dass ihr das Reich verteidigen könnt, wo andere vergehen. An der Seite von Rohaya und Erzmagar Rakalla. An der Seite vom verbitterten Großmeister Raferian, der an der Seite von Marschall Ludalf stand. Über euch reißt die Wolke auf und der Kessel vor euch ist zersplittert. Von einem limbischen Sog ergriffen wird Rahastes verbannt und in die allertiefsten und finstersten Niederhöhlen geschickt. Das Preios-Mal steht bereits am Himmel, die Welt ist nicht untergegangen. Das Leben geht weiter und ihr wart siegreich. Das Licht zerschneidet die Düsternis, Untote knicken ein und zerfallen zu Staub und Knochenmehl. Wellenartig breitet sich über der Wallstadt das Licht aus und vernichtet Kohorte für Kohorte des endlosen Heerwurms. Wie in einem stummen Schrei halten tausende Skelette und Zombies inne und zerbröseln. Triumphierend schlagen Soldaten Schwerter und Schilde, Hörner werden geblasen und Jubel erschallt von der Stadt. Selbst hier könnt ihr es hören. Wo ihr einige kleine Bürger auf den Mauern der Stadt erblicken könnt, auch wenn sie weit entfernt sind. Königin Rohaya badet neben euch im Schein der hervortretenden Mittagssonne und lässt erleichtert die Miene spielen. Ja, ich stürze vom Pferd und stürze zur Erzmagie. Respektualität, geht es euch gut? Wir haben es geschafft. Dank euch, dank euch. Gepriesen sei Preios und Hesinde. Der Exorzismus war schwerlich, aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Ich glaube, hier ist es nicht sicher. Ich möchte einen Blick werfen zu dem Ort, wo wir den Drachen gesehen haben. Ja, die sitzen dort immer noch und schauen immer noch zu euch herüber. Du erblickst die Heerführung immer noch in einer, ja, in einem Stuhl. Kannst du sehen, die Drachenreiterin Varena von Mersing, die Mordbrennerin der Schwarzen Reiter. Du kannst erkennen Jelnan von Dunkelstein, den Herzog von Transysilien, der vor allem Jarlan viel Kummer bereitet hat. Du selbst kennst ihn wohl nicht. Abelmir erkennt Asmodeus van Andergast, den zweiten Hofmagier. Ömer kann Arngrim von Ehrenstein erblicken, den Werwolfritter, der ihn rekrutieren wollte. Und ihr alle erkennt natürlich Lucardus von Kemet, den Herzog der heulenden Finsternis, und Rassasor, die untote Geißel, den Kaiserdrachen. Sie schauen zu euch herüber. Ich will nichts sagen, aber wir sollten hier ganz schnell weg. Ich weiß nicht, warum die nichts tun, aber wenn die gleich anfangen, was zu tun, dann sind wir ganz fett am Arsch. Es gefällt mir nicht, diese Ruhe vor dem Sturm. Formieren wir uns mit dem Rest der Truppen. Ich würde noch zurück zu meinem Pferd rennen, wahrscheinlich so eine Decke oder einen Rucksack aus den Satteltaschen holen und probieren, die Reste des zersprungenen Kessels mitzunehmen. Das ist eine gute Idee. Wie möchtest du den einpacken? Also ich nehme eine Decke und sammle die Bruchstücke ein und verpack sie dann in diesen Rucksack, ohne die Stücke selber zu berühren natürlich. Also so eine Pferdedecke, ganz normal. Genau. Ja, okay, gut. Solltest du haben, und das ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Du nimmst da so ein kleines Bruchstück, was dann groß oder klein genug ist und nicht unbedingt so scharfkantig, und kannst das dann einpacken. Ich helfe Abel mir und frage, was habt ihr damit vor? Wir lassen kein unheiliges Artefakt dem Feind zurück. Rohaya schaut euch jetzt auch ein bisschen mit sorgenvoller Miene an. Ihr könnt, wie gesagt, noch neben ihr andere Helden erkennen. Der Rondrianer Loy Löwenherz ist dabei, Answin von Werheim, der Ludalf von Wertling, der Marschall und natürlich auch der Großmeister Raferian, der sehr, sehr kaputt aussieht und aus vielen Wunden blutet. Hat das wohl als einer der letzten Bandstrahler geschafft, gemeinsam mit Jarlan dann hier vorzudringen, während der Rest des Keils dann, ja, entweder gestorben ist oder vorher schon abgebogen ist, um euch dann den Weg zu ermöglichen. Was sollen wir jetzt tun? Ich meine, Weg hier! Euer Herr braucht euch. Und jetzt, dann besiegen wir den Rest, oder wie machen wir das? Und dann besiegen wir den Rest. Weg. Formieren wir uns mit dem Herr und dann sehen wir weiter. Okay, Riesen seien die Götter! Lang lebe die Kaiserin! Ja, ja, das bin ich.
Vielleicht sollten wir im Anblick des Feindes nicht die Kaisern hochleben lassen. Vielleicht sollten wir jetzt endlich hier weggehen. Auf die Pferde und dann über die Brücke zurück. Ist die Knolle eigentlich noch da oder ist sie auch weg? Die Knolle wurde von Rafferian weggeschlossen. Achso, das ist klar. Ihr seid nur mit dem wahren Namen hierher geritten. Wir sollten vielleicht die Reste hier von diesem Kessel auch wegsperren. Das ist bestimmt genauso verseucht wie die Knolle. Das ist eine sehr gute Idee. Schaffen wir sie fort. Ich glaube, dort hinten liegt noch ein Teil. Isarun, Abelmir, könnt ihr die Brücke sprengen? Der Sprengstoff müsste noch da sein. Möglicherweise. Ich würde jetzt aber erstmal schauen, ob noch einige von unseren Gefallenen hier sind und die erstmal rüberbringen auf den Pferden. Nicht, dass sie noch erhoben werden. Und der Drache kann fliegen. Seine Truppen aber nicht alle. Seine Truppen sind bereits drüben. Die liegen da. Ich will ja nichts sagen, aber wenn die Drachenreiterin und dieser komische Drache und der Rest von den Hurensöhnen, die da hinten auf dem Hügel sitzen, alle auf einmal kommen, sind wir verdammt am Arsch. Also könnten wir uns bitte beeilen. Ich bin fertig, glaube ich. Gut, dann kommt! Ja, ich stopfe halt den Rucksack in die Satteltasche wieder zurück und schwimme mich um mein Pferd. Ihr könnt um euch herum die verschiedenen Leichen sehen, die ihr dann zu Moos getrampelt habt oder die ihr dann einfach mit einfachen Schwertstrichen besiegt hattet. Einfache Skelette bis hin zu untoten Ogern. Dazwischen drei Panthergardisten, die es nicht geschafft haben, aber ja, unabhängig jetzt von den Verletzungen, die ihr selber davon getragen habt, geht es euch, erschöpft wie ihr seid, dann doch gut. Irgendwann hat einen der Panthergardisten hinten auf sein Pferd draufgelegt und würde den ganz gerne mitnehmen, damit er sozusagen in Wehrheim bestattet werden kann. Das kannst du tun. Ja, einen von den anderen beiden würde ich dann auch nehmen und dann schauen, wer noch Platz auf seinem Pferd hat. Ich würde den dritten übernehmen, wenn es keinen ansonsten macht. Ja, dann macht das Ludolf. Ich weiß nicht, ob Akala reiten kann, ansonsten greife ich mir sie. Ich reihe mich neben Rohaya ein, um sie zu beschützen. Und so nehmt ihr wieder Aufstellung. Verladet dann die Sachen, die ihr habt, auf den Pferden, die Bruchstücke vom Kessel, jeweils dann noch einen Panthergardisten, sodass hier niemand von den ehrenvollen Streitern zurückgelassen wird, einer der besten 100 Mann, die das Reich zu bieten hatte, und reitet über die Brücke, bis ihr dann vor euch eine merkwürdig flugernde Gestalt erkennen könnt, von Fliegen umgeben. Toaxis ist hier. Willkommen. Ich möchte euch etwas mitteilen, wenn ich darf. Halt! Halt! Ich zügel vorne mein Pferd und hoffe, dass die anderen dasselbe tun und nicht versuchen, ihn zu überreiten. Das ist bislang nie gut gegangen. Sprich und verschwinde dann. Lass die Spielchen und erzähl uns endlich, was dein Herr zu sagen hat. Es hat gerade erst begonnen. Die Schlacht. Und ihr solltet, da ich euch mag und ihr lustig seid, nicht nach Wehrheim zurückkehren. Was ich hier tue, könnte man als Hochverrat werten, aber ich mag euch. Bleibt hier und seht euch das Schauspiel an. Was für ein Schauspiel. Sprich offen, Schelm. Schaut in den Himmel und es wird euch gewahr. Ein Schatten bleibt beharrlich bestehen. Die Wolke ist bereits verschwunden, eingesogen, doch dieser Fleck ist widerspenstig. Einen gigantischen Schatten, der immer noch auf die Wallstadt fällt. Meilengroß. Die Sphären sind zerrissen. Ein zyklopisches Auge des Limbus biegt für alle, nun auch ohne den Odem sichtbar, die Matrix. Ihr könnt die Winkel der Wirklichkeit brechen sehen und aus dem Schlund schiebt sich die Festung Kolakai. Ihr Halten brechen aus grauen Schwaden aus der Dimension und Kerakilim werden aus ungenannten Sphären hervorgewirkt. Über Wehrheim und über dem Feld schwebt das monströse Etwas. Felsbrock, Stadt, Schloss, Palast. Eine fliegende Festung, die sich langsam aus dem Auge des Limbus schiebt.
Das, was immer vor über einem Jahr aus den Gemäuern stahl, ist nun fleischgewordener Albtraum. Siebengezackt, geboren aus schwarzem Stein, rostrotem Eisen, fauchendem Höllenfeuer und rankenden, wuchernden Wurzeln. Eine unbegreifliche Blasphemie der Elemente und aller Gesetze der Natur zum Trotze. Ihr seht Vorsprünge, Schatten, Spalten, Zinnen, Hörner, Türme und lichtlose Fenster. Rauch und vielfacher Feuerschein pulsiert zunehmend über die schroffe Unterseite des Konstrukts. Fallt nieder auf die Knie und betet. Fallt nieder und schließt euch dem Dämonenkaiser an, denn eure Reichsregentin ist tot. Bei den Zwölfen. Was zum Fick ist das? Galotta! Der wahnsinnige Irre, das ist Galottas Festung! Doxis sagt, dass ihr nichts dagegen tun könnt. Ihr solltet die, das jetzige Magnum Opus lieber von hier betrachten. Und damit löst er sich vor euch auf in Tausende von Fliegen. Magnum Opus? Ist das nicht das, was auch damals und wie in dieser Bauwatschlacht gemacht wurde? Immer schaut etwas hektisch. Immer, sprich! Ich weiß nicht, das muss irgendwas ganz Schreckliches gewesen sein. Das ist eine Art Super-Ritual. Es ist eine Art verbessertes Ritual. Ich weiß nicht wofür. Ich glaube, früher wurden damit wahnsinnig viele Menschen zu Unmenschen erhoben, also zu Untoten. Also in einer Zahl, die vielleicht dem gesamten Heer entsprechen könnte. Aus der gesamten Stadt heraus. Ich weiß nicht genug darüber. Wir müssen die Kaiserin in Sicherheit bringen, sofort. Gibt es einen anderen Weg als über Wehrheim? Nach Süden, nach Norden. Wohin sollen wir denn? Ich meine, wir können doch jetzt Wehrheim nicht im Stich lassen. Euer Majestät, das Volk braucht eine Kaiserin. Wenn ihr sterbt, ist noch viel mehr verloren. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Nach Gareth? Nach Süden, den Fluss entlang. Nach Gareth. Ich sage, wir reiten ihm entgegen und stellen uns Galotta. Ihr könnt gegen diese Festung nichts unternehmen. Das hier ist nicht nur Galotta. Das ist eine komplette Festung. Wer weiß, was dieses Ding für Fähigkeiten hat. Königin, ich sage, wir bedienen die Artillerie. Die Artillerie der Zwerge. Wir holen sie aus den Stollen heraus und schießen diese Festung kaputt. Euer Majestät, das Volk hat eine Kaiserin verloren. Eine zweite wird es nicht verkraften. Wir können uns nicht zurückziehen, wo der Widersacher von Praios uns verhöhnt mit seiner Festung. Das ist es doch. Er will euch verhöhnen. Er will euch hineinziehen. Uns alle auf einmal erwischen. Er ist vorbereitet. Wir nicht. Ich weiß nicht, welche Art von dämonischer Macht er da oben zu entfesseln plant, aber das ist eine geplante Sache. Eure Majestät, wir sind ebenso vorbereitet. Wir haben von diesem Bettler dort doch die Pläne bekommen vor über einem Jahr. Wir haben uns darauf vorbereitet. Zerschießen wir sie. Reiten wir ihnen entgegen, verbünden wir uns wieder mit dem Heer, noch ist es nicht zu spät. Seht doch, wir haben auf dem Feld gesiegt, die Untoten werden allesamt verdrängt, das Licht von Praios scheint. Sie werden eine nach dem anderen zerbröseln, wir haben die Reste der Kavallerie, sammeln wir sie und dann geht es auf. Ein letzter Schlag. Hinter uns liegen die untoten Heerführer und lachen sich ins Fäustchen. Das ist meine Finte, nichts weiter. All diese Untoten waren nichts weiter als Opferlämmer, um uns hierher zu ziehen. In Rankava stehen weitere Truppen, wenn wir uns mit ihnen vereinen können. Alle Magie hat immer einen gewissen Wirkungskreis. Wenn also die gegnerische Heerführung auf diesem Abstand ist, scheint es ein sicherer Abstand zu sein, den ihr auch einhalten müsst, Königin. Aber wir haben doch bisher gesiegt, oder nicht? Wir haben doch gerade den Kessel zerstört. Das war ein geringer Sieg für uns. Es war ein wichtiger Sieg, aber offensichtlich ist ja immer noch diese Festung da. Wir wissen nicht genau, was sie kann, was sie tut. Aber Galotta, es kann nichts Gutes sein. Galotta und Rassasor haben all diese Untoten nur geopfert, um uns alle vor Wehrheim zu sammeln. Was auch immer er vorhat. Das Beste wird sein, wenn das Heer sich zerstreut und aus dem Wirkungskreis entflieht. Vielleicht kann ich schnell genug sein, um sie zu warnen. Gibt es nicht Hornsignale für so etwas? Natürlich, natürlich. Stimmt. Friemelmann Horn raus. Dann reiten wir ein bisschen näher, so dass wir nicht unter dem Schatten sind oder so, aber dass wir wenigstens kommunizieren. Näher. Ihr bleibt hier. Ihr müsst in Sicherheit gebracht werden. Können wir den Fluss irgendwo überqueren? Richtung Süden?
südwärts. Wir müssen mal eine Weile folgen, aber es gibt einen Pass. Es gibt ein Dorf. Jalan, blast das Horn. Ich puste ins Horn und blase zum allgemeinen Rückzug. Wohin ziehen sich denn die Leute jetzt zurück? Nach Wehrheim, dachte ich, oder? Und sie werden sich wohl kaum in den Schatten dieser riesigen Festung zurückziehen. Und es gibt kein vorgefertigtes Signal für: Achtung, eine riesige dämonische Festung ist über der Stadt aufgetaucht. Aber es gibt ein Signal, für Zerstreuung. Genau. Lass diesen Ton. Ihr habt's ja noch drauf. Natürlich. Ich habe es gelernt. Im Gegensatz zu Jalan anscheinend. Also blast doch einmal das Horn. Ja, dann wird Zerstreuung angesagt. Ja, du kannst natürlich in dein Horn blasen, aber wirst erkennen, dass du natürlich auf die Entfernung, das Mithraizfeld ist riesig, wenige Leute nur erreichst. Dadurch, dass ihr könnt ein paar Infanteristen noch erkennen, die sich jetzt auf der Straße ein bisschen sammeln und wenige von den verbliebenen Dämonen versuchen zu bekämpfen. Ihr könnt noch ein paar Zanz sehen, die hier wohl beschworen worden sind. Die Untoten sind mittlerweile restlos zerbröselt, aber auf 2 Meilen Entfernung werden auch diese Signale nicht wirklich erreichbar sein, gehen dann im Schlachtenlärm unter. Gibt es ein Signal für weiterleitende Befehls? Gewöhnlich wird ein Signal zum Zerstreuen oder Zurückziehen automatisch weitergeleitet. Sollte es, wenn man es hört. Aber was passiert denn jetzt? Also ich sehe nichts von so etwas. Wir müssen euch in Sicherheit bringen, Majestät. Ich habe von meiner Mutter gehört, dass dieser Torxis ein Lügner war. Vielleicht passiert ja auch gar nicht, also... Dann ist es auch gut, wenn nichts passiert, aber ich glaube nicht daran. Galata mag ein Aufschneider sein und ein Reichsverräter, aber ich glaube nicht, dass er sich solch eine Chance entgehen lässt, euch zu töten. Wenn nichts passiert, sammeln wir das Heer neu und führen den Gegenschlag an. Im Norden ist doch immer unsere Kavallerie, vielleicht können wir uns mit ihnen verbinden. Dann reiten wir nach Norden, zu diesem Banner, was gerade kaputtgeschlagen worden ist. Ich kann da noch ein paar erkennen. Wir könnten vielleicht von hier aus nach Nordosten reiten, die Leute am Waldrand abholen und dann noch gleichzeitig mit den Leuten zu unserer anderen Kavallerie in dem Dorf. Ja. Ja, dann sind wir über den Fluss. Tun wir dies. Reiten nach Norden, schließen zur Reiterei auf. Wenn wir irgendwo hier sind, könnten wir vielleicht Signale geben, dass die Reiter aus den Wäldern zu uns kommen sollen und dann weiterreiten. Wir können vor allem einige losschicken, die den Rest der Truppen benachrichtigen. Das ist eine gute Idee, dann machen wir das. Und wenn irgendwas passiert, dann versuchen wir weiter nach Norden durchzubrechen. Zumindest sind wir dann nicht durch den Dergel abgeschnitten. Das ist eine gute Idee. Wir sollten uns beeilen. Dann sollten wir uns schleunigst auf die Pferde begeben. Und dann geht's vorwärts. Ja, über die Brücke. Und so reitet ihr über die Brücke. Ihr könnt dann im Westen von euch erkennen, wie mittlerweile auch Wehrheim wieder antwortet. Noch nicht ist der Widerstand aufgebrochen. Es gibt, wie gesagt, jetzt einige Karakilim, die nach unten stoßen aus dem Limbus und einige Menschen in die Höhe reißen, dann in der Luft zerfetzen oder wieder im Limbus eintauchen, gemeinsam mit den wehrlosen Opfern. Einige Irrhalken, aber auch jetzt gibt es Beschuss. Wehrheim lebt. Die anderen Soldaten sammeln sich jetzt natürlich auch, wie gesagt, zerstreuen die letzten Untoten, ein paar Zanz, die zerstört werden, und auch die anderen Soldaten überlegen, wie sie sich sammeln, kurz außerhalb des Schattens. Und dann erreicht ihr vor euch eine kleine Hügelkette. Auf der anderen Seite der Gernat könnt ihr immer noch die Reichsführung sehen. Rassasso hat sich wohl mittlerweile wieder erhoben, gemeinsam mit seinem Trabanten Daimoroch, und fliegt in Richtung Osten. Vor euch seht ihr viele, viele zerschlagene Körper und schwer verletzte Infanterie. Viele, die hier wohl im Kampf gestorben sind. Aber, ja, ungefähr von den vielen Bannern, die noch anwesend sind, grob 100 Soldaten, die hier noch aufrecht im Sattel sitzen und ebenso gebannt in Richtung Westen starren. Rufe voran. Die Kaiserin ist tot! Lang lebe die Kaiserin! Auf die Beine, Männer! Rhonda zum Gruße, was ist hier los? Wir konnten etwas zerschlagen. Wir haben gesehen, dass ihr im Süden gekämpft habt. Oh, Königin Rohaya? Keine Zeit, wir müssen größere Distanz zwischen uns und diese Festung bringen.
Kommt mit uns. Marsch. Haben wir gesiegt? Was ist das? Wir folgen. Das ist Galotta. Das ist ein Wahnsinn. Also gut, wir die schließen uns an. Noch nicht vorbei. Männer, ihr habt es gehört. Auf die Pferde. Für Rondra. Für die Ehre. Für die Kaiserin. Und so schließen sich euch 100 Kavalleristen an, die sich noch im Sattel halten können. Warte Richtung Norden. Zur Einsatzstelle. Wir sammeln auf, wen wir noch kriegen können. Wartet, wartet. Stopp, halt. Nicht dort lang. Wir haben gesehen, dass sie dort geschanzt haben. Ein paar Pioniere, die dort gegraben haben. Ein paar Wälle, die sie gebuddelt haben. Wir müssen weiter nördlich, an den Hügeln vorbei. Seht ihr dieses kleine Waldstück? Dort können wir einbiegen. Aber direkt vor uns haben sie geschanzt. Ebenso wie wir es getan haben. Also abgedeckt, mit Laub. Dort haben sich viele von unserer Kavalleristen verfangen. Sie hatten wohl noch ein paar Hunde oder so etwas dabei. Zweiköpfige Biester, irgendwas Gezüchtetes. Ihr kennt die Strecke. Führt voran. Zweites Banner! Sichert unseren Rücken! Jawohl, mein Herr! Führanra! Ja, und mit weiteren Schreien könnt ihr dann in den Wald einbiegen, der euch natürlich sehr viel Geschwindigkeit kostet. Aber mit der Ortskundigkeit einiger der Kavalleristen, die hier wohl dann schon einmal durchgeritten sind, ihr könnt auch die Spuren unter euch erkennen, gebrochene Äste, könnt ihr euch dann einen Weg durch den Wald bahnen und erreicht dann die Stelle, wo ihr, ja, gar nicht so weit entfernt von der Stelle, wo ihr die Tatzelwurmreiter das erste Mal erblickt habt und ja, dort im Norden die Hügelkette. Ihr könnt noch ein paar blutige Spuren sehen, die dort ebenso von Norden nach Süden führen, wo sie sich wohl zurückgezogen haben. Ist das vielleicht das Blut von Varena von Mersing? Es geht weiter und während ihr dann den Reitern folgt, die euch führen, könnt ihr neben euch erschlagene Zwerge erkennen. Aber sie sehen anders aus als die, die ihr in euren Reihen wisst. Dunkelzwerge. Gerade Jalan wird sich daran erinnern, an die tiefschwarzen Zwerge, die er in Jol'Gurmak erblickt hat. Gerade als Torgosch noch dabei war und auch Ignar. Und so geht es weiter. Vorbei an den erschlagenen Dunkelzwergen, die finsteren Brüder, reitet ihr in eine weitere Stelle, wo es ebenso unglaublich viele tote Infanteristen und Kavalleristen gibt. Zerbissene Pferde, abgetrennt für Kerras. Ein unglaubliches Schauspiel. Aber dort könnt ihr neben weiterem Dunst, während weitere Asche von zerfallenen Untoten auch weitere Kavalleristen erkennen. Die Festung derweil hat noch nichts getan. Nur noch die wenigen Dämonen, sonst nichts. Ja, los, ruft doch die Kavalleristen, wie auch immer das geht. Ja, wenn wir uns nähern, gebe ich schon mal Signal, dass die Kaiserin sich nähert. Dafür wird es wohl eins geben. Heda, Reiter! Eure Kaiserin ist hier, schließt euch an! Ja, du kannst Pferde wiehern hören und dann ein entferntes Reiher zum Gruß! Greifenbanner Reiher zum Gruß! Die Kaiserin? Wo ist denn Ema? Die Kaiserin ist tot! Lang lebe die neue Kaiserin! Wer? Rohaya. Rohaya? Ja, auch der Mann wird sich erst einmal kurz verbeugen und vor Rohaya dann die Ehresbezeugung vorweisen. Wir haben hier noch ungefähr 250 Mann. Allesamt gut beritten. Das sind die Reste. Der Rest wurde aufgerieben. Was sind die Fußtruppen? Fußtruppen hatten wir hier nie. Wir sollten im Wald warten und sämtliche... Kommt mit euren Männern mit, wir holen andere Kavalleristen und müssen uns einmal kurz zurückziehen. Meines Wissens haben wir noch ein paar Reiterei, die in dem Dorf warten. Sie sollten wohl dort aufpassen, dass wir nicht von Norden aus angegriffen werden. Also die Tatzelwurmreiter, die aufgeklärt worden sind. Irgendwie sowas. Die wollen wir auch abholen, per Hornsignal. Plötzlich könnt ihr etwas riechen. Ein süßlicher Wind, der euch von Süden her entgegenweht. Was ist das? Ist das? Riecht wie... Riecht wie eine Infektion fast schon. Wie das ist, oder? Ja. Ich hoffe, dass es nicht passiert ist, dass das was... Los jetzt, weiter, wir müssen los! Und wieder prescht ihr durch den Wald und erreicht, nachdem sich die anderen Kavalleristen euch angeschlossen haben, auf der Nordseite von Werheim könnt ihr die Festung über euch erblicken.
wie sie dort groß über euch aus den Sphären heraus fliegt, schwebt. Immer noch ist das Tor, das Auge des Limbus, ist dort immer noch ja, vor euch zu erkennen, wie grauer Limbusnebel herauswuchert, wabert. Und ihr seht, wie sich Rauch aus der Festung schlängelt, Tentakel gleich mit Fingern zur Erde herabtastet und Verheim in einen Odem der Vernichtung einhüllt. Ihr könnt den Wind hören. Sturm. Wind und Sturm, der sich auf- und abbaut, wellenförmig. Ihr seht, wie Häuserdächer abgerissen werden, Kutschen, die durch die Luft gewirbelt werden und Mauern, die wie Papier umknicken, zu tödlichen Geschossen aufgebaut, herumwirbeln. Bäume, die umknicken und Leichenstaub, der aufgewirbelt wird. Was ist mit dem Dorf? Wie sieht das Dorf aus? Sieht das genauso mit Leidenschaft gezogen aus? Nein. Ihr könnt das Dorf vor euch erkennen, seht dort einige Reiter, die gerade die Reichsstraße nach Norden herauf fliehen. Das Dorf selber ist wohl nicht betroffen, weil es nicht wirklich dann im Schatten dieser Festung liegt. Ich gebe denen sofort Signal, sobald wir sie sehen können. Aufschließen zum Greifenbanner. Aufschließen, Männer! Für die Kaiserin! Weitere Rufe, denn... Ja, jetzt wo sich die Kompanien gefüllt haben, aufgefüllt und ihr gemeinsam mit der Regierung neben euch, die den Befehle gebt, könnt ihr ebenso zur Reichsstraße hervorpreschen und dort die Reste der Kavallerie abfangen. Das sind tatsächlich einige mehr, ungefähr 1000 Mann, die ihr hier auf ihren Pferden dann erblickt. Ihr könnt natürlich noch sehen, wie einige Flüchtlinge, die dann gerade im Norden oder auch im Westen von hier untergebracht worden sind, in den Zeltstädten, gerade die Leute aus Dapazien, die geflüchtet sind, oder andere Soldaten, die ebenso jetzt nach Norden, nach Nordwesten in die Wälder fliehen, erst einmal weg von Verheim. Panik. Niemand weiß, was das jetzt soll und woher der Wind kommt, woher der Sturm kommt. Ihr sollt einen möglichst größten Abstand zu diesem Ding dort oben bekommen. Lasst uns weiter nach Norden reiten. Nach Norden. Nach Oralet. Wenn wir irgendwo vor Galottas Schikane sicher sind, dann dort. Und was machen wir mit dem Rest der Armee? Die Fußtruppen sind immer noch unter der Festung. Von hier müssen sie uns hören. Zerstreuungssignal. Wartet. Rakala von Horsen Rabenbund schließt zu euch auf. Wir werden es mit einer Wettermeisterschaft probieren. Magister Morenes, Isarun, könnt ihr diese Thesis? Ich fürchte nicht. Nein, leider nicht. Habt ihr ein paar Zaubertränke oder so etwas noch am Gürtel? Sicher, hier, habt einen. Ja, sie steigt damit vom Pferd ab, lässt sich dann, schwach wie sie ist, einen von dir reichen und beginnt dann mit einem Ritual der Wettermeisterschaft.